Wann fädel ich hier eigentlich richtig ein? SMS-Schreiben im Auto verboten? Wo ist in meinem Auto eigentlich der Schalter für die Nebelschlussleuchte? Diese und andere Fragen hat der ADAC jetzt in einem Wissenstest bei über 1000 Autofahrern abgefragt. Ja, es gab ganz einfache Themen, finden Sie in dem Auto, die Batterie. Ja, es gab aber auch schwierigere Themen, die wichtig sind aber, nämlich wo ist die Rettungsgasse auf einer dreispurigen Autobahn zu bilden. Und das wussten ein sehr großer Teil, die meisten der Befragten, nicht. Und da hängen Menschenleben dran, das war ja nicht stimmt. In einem Teil des Tests mussten die Befragten, wie in der Führerscheinprüfung, einen Fragebogen beantworten. Es wurden aber auch praktische Dinge abgefragt. Wo ist in meinem Auto das Warndreieck und wie baue ich es auf? Klingt einfach, kann aber zum Problem werden. Weil viele Leute ja gar nicht wissen, wo das Warndreieck versteckt ist, wo es man suchen muss. Und ich glaube, das Aufbauen, man braucht dann schon ein bisschen Zeit, um die richtigen Steckkontakte zu finden und dass dann da sicher steht. In der Hektik wird es schwierig. Die erfreulichen Ergebnisse der Umfrage. Über 80% der Befragten wissen, dass Kinder unter 3 Jahren im Auto einen passenden Kindersitz benötigen. 2/3 der Befragten wissen, dass sie im Auto, solange der Motor läuft, weder eine SMS schreiben noch eine App benutzen dürfen. Schlecht abgeschnitten dagegen haben die Befragten unter anderem beim Thema Reißverschlussverfahren. Sie haben eine Spurverengung, eine Fahrbahn ist gesperrt, Sie fahren auf die andere Spur. Da fahren Sie normalerweise so lange Sie können und kurz vorher biegen Sie dann links auf die andere Spur. Das wird oft als Drängeln betrachtet, ist aber nicht so. Und da wissen nur 28% der Autofahrer, dass das richtige Vorgehen ist. Auch das Thema Rettungsgasse bilden wissen wenige, ist aber eigentlich ganz simpel. Autos auf der linken Spur fahren möglichst weit links, alle anderen möglichst weit rechts. Im Test wussten das 2/3 der Teilnehmer nicht. Hätten sie es gewusst?